Liebe Freundinnen und Freunde von Renovabis, bilden Sie mal einen Satz mit dem Begriff Weihnachtsfest. Antwort: Der Elch hält sein Geweih nachts fest. Das ist so einer von diesen furchtbaren Karlauern, der genauso fürchterlich mit dem Weihnachtsfest verbunden ist wie manche Geschichten, zum Beispiel jene der Tante Erna, die in ihre Weihnachtskarte reinschreibt: Ich hätte dir gerne noch 20 Euro in den Brief reingelegt, aber er war schon zugeklebt. Von daher, das sind solche Dinge, die mich Weihnachten mitunter fürchten lassen. Aber eigentlich ist Weihnachten ja mit einer ganz anderen Botschaft verbunden, nämlich umgekehrt: Fürchte dich nicht. Das sagen die Engel den Hirten, das sagen die Engel vorher Maria. Das ist die Botschaft von Weihnachten: Fürchte dich nicht. Gott ist bei dir. Er ist ganz solidarisch an deiner Seite. Deswegen wird er Mensch. Mit dir und mit mir wird er sein, mit allen Menschen auf dieser Welt. Und das ist eine frohe Botschaft, eine Botschaft, die nicht das Fürchten lehrt, sondern das sich Freuen. Und wenn Sie dann auch noch an die Adveniat-Kollekte denken, dann machen Sie anderen Menschen auch noch Freude. Also Weihnachten, fürchten Sie sich vor nichts, außer sich zu fürchten.